Naja, Leute, okay, jetzt müssen wir da nur wieder zurück zu ihr. Ich möchte mich für gestern entschuldigen, aber. Da waren wir nicht. Für gestern für meinen Ausraster entschuldigen. Aber mir ist es damals nicht so aufgefallen, dass diese bescheuerten Dialekte, ich habe das nur so rein durchgespielt, aber jetzt mit diesen Sprechblasen, ja, fällt mir das so auf. Ich habe das vor 6 Jahren oder vor guten 5, 6 Jahren einmal durchgespielt, dieses Spiel. Ich habe das ja ewig schon immer gespielt, das Spiel. Ja, also vor 6, 7 Jahren, glaube ich, habe ich das einmal gekauft. Jetzt habe ich es wieder mal im Kasten gefunden. Das Spiel selber gibt es ja nirgends mehr. Meine Firma ist ja bankrott gegangen, also das ist ja. Ja, hat sich aufgelöst. Die Firma selber, die dieses Spiel gemacht hat, also Silver Style war das, Silver Style von Atari. Sie sind ja irgendwann jetzt mal in Konkurs gegangen. Aber, naja, jetzt zurück zum Spiel, aber wie gesagt, die werde ich da jetzt nicht zu sehr da mit dem. Hier, nimm das. Das hilft dir wieder auf die Beine. Ich brauche Rainbow Cloud. Damit du mir endgültig drauf gehst? Komm schon, nimm das Zeug jetzt. Das bringt auch sowieso nichts. Ich brauche meine RC. Auch nicht schlecht. Was ist los? Was mache ich hier? Du hast 2 Stunden geschlafen, nachdem ich dir ein Mittel eingetrichtert habe. Geht es dir besser? Ja, ich brauche nur etwas frische Luft. Ach, dann geht es schon. Ich hoffe, jetzt habe ich mehr Glück mit meinen Fragen. Was willst du eigentlich wissen? Rose ist tot. Was gibt's da noch zu diskutieren? Naja. Ross und du, ihr wart doch sowas wie befreundet. Sag mir alles, was du über sie weißt. Ich muss wissen, was hinter ihrem Tod steckt. Ich muss wissen. Können wir eigentlich alles fragen? Rose und du, ihr wart doch sowas wie befreundet. Sag mir alles, was du über sie weißt. Ich muss wissen, was hinter ihrem Tod steckt. Naja, so richtige Freundinnen waren wir nie. Sie ist ja dann auch was Besseres geworden und hat sich diese ganzen reichen Typen geangelt. Und ich bin hier gelandet. Sie muss wirklich gut verdient haben, da bin ich mir ziemlich sicher. Rose war eine Nette. Sie hat auch versucht, mir zu helfen. Aber irgendwie, naja, mir ist nicht zu helfen, schätze ich. Muss wissen, wo Rose wohnt. Ich muss wissen, wo Rose wohnt. Schon möglich, dass ich dir das sagen kann. Wie viel ist dir die Info denn wert? Ich hab dich in dieses Zimmer geschleppt, weil du zusammengeklappt bist, Missy. Und? Hättest du ja nicht machen müssen. Hör mal, ich brauche wirklich Geld, verstehst du? Brauchen wir das nicht alle? Nun ja. Geben wir das Geld oder nicht? Deine Moral fühlt mir zu helfen, ich will herausfinden, warum sie umgebracht hat. Also gut, ich gebe dir $500, du mir einen Gefangen, kauf dir ein paar davon. Also gut, ich gebe dir $500. Tu mir einen Gefallen und kauf dir ein paar anständige Klamotten davon. Mach dir da keine Illusionen. Ich zähl mir deine 500 durch die Nase. Ist aber nicht dein Problem. Du bist eigentlich ganz okay. Hier hast du die Adresse. Ich weiß zwar immer noch nicht, was dir das bringt, aber du wirst schon wissen, was du tust. Ich komme später wieder. Ich komme später wieder. Ja, schauen wir mal, was geblinkt. Rose Wohnung aufsuchen. Endlich hatte ich Rose Adresse aus Alabama rausbekommen. Ich brauche nur noch zu Rose hinfahren und zu schauen, ob ich in einen Weg fand, ihr Apartment hineinzukommen. Okay. Mich würde aber jetzt was anderes interessieren. Das nehmen wir. Achtung, Jake! Dieses Terminal verschickt keine Erkennung an den Angerufenen, weil du von einem öffentlichen Gerät aus anrufst.
Möchtest du trotzdem fortfahren? Ja, ja. Ja. Okay, Jake, was kann ich für dich tun? Polizeiakte einsehen. Ich möchte Polizeiakten einsehen. Okay, Jake, welche Akte willst du einsehen? Was haben wir da eigentlich los? Alabama Kate. Zeig mir die Akte von Alabama Kate. Steuerstatus sehr niedrig. 10.12.2049. Unbekannt. Prostituierte. 3 Verhaftungen 72 wegen Besitzes. Illegale Drogen. 2 Verhaftungen 22 wegen nicht genehmigter Prostitution. Gegen die Person liegt ein Haftbefehl wegen Handels mit illegalen Drogen vor. Steuerstatus beachten. Steuerstatus sehr niedrig. Also, ja, okay. Vegas Isabel, okay, das haben wir eh schon. Das ist Rodini. Okay. Ah, den haben wir noch nicht. 2031, also der ist 60. Nein, der ist 40. 41 Jahre Geschäftsführer, Inhaber. Unerlaubter Waffenbesitz verurteilt, 4.6.2069. Wie gesagt, wir spielen im Jahr 2072. Verstoß gegen das Nichtrauchergesetz. Verurteilt, 7.3.71. 3 Verurteilungen wegen Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschrift für öffentliche Schrankbetriebe aufgrund defekter Scan-Devices. Kontakte zum Rotlichtmilieu sowie zur kriminellen Szene. Informant, aber mutmaßlich nicht selbst in kriminelle Machenschaft verstrickt. Aha. Steuerschatz, Mittel. Aha. Okay. Dann werden wir da mal auf die Roseloft fahren. Hey, die Tür steht offen. Eigenartig. Okay, hier hat Rose also gewohnt. Nicht schlecht. Sie muss tatsächlich ziemlich gut verdient haben. Bitte schaut euch diese Grafik an. Bitte schaut euch diese detaillierte Grafik an. Endlich hat die Großwohnung gefunden, das ganze Apartment. Einziger Arbeitsplatz, nicht privates, nicht einmal eine Mikro oder ein Schrank. Das schien mir von Anfang an ziemlich rätselhaft. Bitte schaut euch dieses wunderschöne Apartment an. Fuck, Alter. Bipapo. Ja, Bipapo, sag ich da nur. Das ist ja Wahnsinn. Antike Statue. Eine erotische Statue. Und am Sockel ist sowas wie ein kleines Steckfach. Aha. Wie könnte man das zum Beispiel aufkriegen? Dieses Steckfach. Ja. Wie könnten wir das aufkriegen? Sessel? Der Sessel sieht bequem aus. Vermutlich auch einer von Roses bevorzugten Arbeitsplätzen. Zum Ausruhen fehlt mir leider die Zeit. Selbst wenn da noch was drin ist, trinke ich besser nicht davon. Die dicken Vorhänge sollten wohl für die richtige Atmosphäre sorgen, wenn Rose Kunden hatte. Bitte schaut euch diesen Ausblick an. Bitte schaut euch diesen Ausblick an. Hey, wenn ich jetzt da rausspringen würde, hätten wir einen Fall, der meine Kollegen ziemlich ratlos machen würde. Tolle Aussicht, keine Frage. Hätte ich auch gern. Schaut euch diesen wunderschönen Ausblick an.
Okay, zurück zu dem Thema, zu dem Rätsel. Da haben wir auch einen Chemcon. Wir haben das goldene Etwas. Das werden wir mit der Statue probieren. Eine erotische Statue. Und am Sockel ist sowas wie ein kleines Steckfach. Okay, passt. Und jetzt? Bingo! Schau an! Der Raum hält anscheinend einige Überraschungen bereit. Im ersten Schrank ist ein Tresor zu sehen. Ich wette, da bewahrt Rose ein paar wirklich interessante Dinge drin auf. Bingo Bongo! Was reicht der Tor jetzt wieder auf? Ich hatte Rose bewahrt gefunden und ich hoffe, dass ein paar wertvolle Hinweise auf der Reise zu finden. Bingo Bongo! Bingo Bongo! Na, wollen wir mal das Ganze abspeichern. Warte mal, was haben wir hier? Es könnte nämlich sein, dass jetzt gleich was passiert. So einfach lässt der Tresor sich nicht öffnen. Es ist ein Fingertipp an der Tresortür. Wahrscheinlich kann nur Rose mit ihrem Daumenabdruck den Tresor öffnen. Ein Foto von einem Typen in Lack und Leder. Vielleicht Roses Lover? Wobei der in den Klamotten ziemlich schwul aussieht. Naja, vielleicht ein Kollege oder... Was zum... Ja, das meinte ich. Oh, mein Schädel. Was habe ich gemeint? Wo bin ich hier? Scheiße, ich bin gefesselt. Und das Seil wirkt ziemlich fest. Muss irgendein Kunststoff sein. Wo bin ich da nur reingeraten? Und vor allem, was mache ich jetzt? Ich muss versuchen, die Fesseln irgendwie loszubekommen. Am besten rufe ich um Hilfe, vielleicht hört mich jemand. Vielleicht lösen sich die Fesseln, wenn ich den Stuhl und damit auch die Kippe bringe. Naja, ich meine, ich muss versuchen, die Fesseln irgendwie loszubekommen, wird da ist ein Schwachsinn. Ja, also wie soll das gehen? Also, am besten rufe ich um Hilfe, vielleicht hört mich ja jemand, das ist ja schon mal nicht schlecht, ja. Vielleicht lösen sich die Fesseln, wenn ich den Stuhl und den damit auf die Kippe. Vielleicht lösen sich die Fesseln, wenn ich den Stuhl und damit auch mich zum Kippen bringe. Ist ja auch nicht schlecht, ja. Also die 2 und 3 ist ja ganz gut. Aber der erste ist ein bisschen ein Blödsinn. Also, wie soll das gehen? Ich muss versuchen, die Fesseln irgendwie loszubekommen. Wie soll das gehen, wenn der Fessel selber ist? Ne? Ich meine. Um Hilfe schreien, das hört sich schon ganz gut an, nicht? Ich meine, ist zwar jetzt vielleicht schallgedämpft, aber ist wurscht, das ist eine Möglichkeit, ne? Vielleicht lösen sich die Fesseln, wenn ich den Stuhl und damit auch mich zum Kippen bringe, also das heißt, wie in einem James Bond Film, dass er umkippt oder so kippt, oder wie, weiß ich nicht, wie ein Tomb Raider, und irgendwie die Fesseln und dann irgendwo da, sie, weil da ist ja irgendwo so ein Metallstück oder irgendwas. Okay, kann ja sein, dass er das 007-mäßig macht und James Bond-mäßig. Ja, also, um Hilfe schreien, nicht? Ich meine, es ist eigentlich die logischste Antwort, einmal um Hilfe zu schreien. Am besten rufe ich um Hilfe. Vielleicht hört mich jemand. Hilfe! Da kommt jemand. Ja, sorry. Ja. Ah, wieder wach? Nein, ich schlafe noch. Sieht man doch. Oh, einen Komiker haben wir hier. Ich bin schon gefragt, was für ein Typ du bist. Ich kenne sie nämlich alle, musst du wissen. Den ganz harten Kerl, der meint, mich beleidigen zu müssen. Den Intellektuellen mit allen Argumenten auf seiner Seite.
Den mit viel Geld, das ich selbstverständlich auch haben könnte. Den weinerlichen, der natürlich Familie hat. Es gibt wenige Menschen, die kann noch überraschen. So, Stimme. Und nun erzähl mal, was wolltest du im Apartment dieser Nutte? Die Stimme von Antonio Banderas, jetzt holt man das also richtig auf. Alter Fuchs. Also. Oh, ja. Das geht dich gar nichts an, du kleiner Pisser. Dasselbe wollte ich dich gerade fragen. Also, was wolltest du bei Rose? Ich bekomme, weißt du das? Leute, tut mir leid, aber das muss ich jetzt... Das geht dich gar nichts an, du kleiner Pisser. Ah, jetzt wird aus dem Komiker doch noch ein harter Kerl. Meinst du ernsthaft, dass dir das was bringt? Komm schon. Was wolltest du in dem Apartment? Wenn du jetzt redest, töte ich dich schnell und sauber. Versprochen. Ich bin Profi. Du könntest dir eine Menge Schmerzen ersparen. Binde mich los, ich bin Kob. Noch kommst du raus aus dieser Sache. Glaub mir, das ist das Beste für dich. Hör zu, wenn du mich gehen lässt, machen wir einen Deal. Ich war wegen einer Sache bei der Nutte, die eine Menge Geld bringen kann. Die Hälfte gehört dir, wenn du willst. Binde mich los, ich bin Kob. Noch kommst du raus aus dieser Nummer. Glaub mir, das ist das Beste für dich. Ist das so? Ich glaube, es ist das Beste für mich, wenn ich dich einfach verschwinden lasse. Schließlich bist du ja Kopf und so weiter. Vorher wirst du mir aber noch erzählen, was du in dem Apartment wolltest. Das garantiere ich dir. Einen Moment bitte. Ich bin gleich wieder bei dir. Na gut. Ja? Natürlich geht das. Nein, das erledige ich selbst. Ja, ich kümmere mich sofort darum. Es tut mir leid, aber ich muss mich fürs Erste entschuldigen. Dummerweise ist ein Termin dazwischen gekommen, der keinen Aufschub duldet. Aber ich komme selbstverständlich wieder. Ich würde vorschlagen, du überlegst dir so lange, ob du mir nicht doch sagst, was ich hören will. Du würdest dir Schmerzen und mir Arbeit ersparen. Lass mich mal von diesem verdammten Stuhl loskommen. Dann werden wir sehen, wer hier wem was erspart. Gut, jetzt aber mal. Das Rohr ist heiß. Da wird offensichtlich Dampf durchgeleitet. Sag mal, Hand mit losen Boots. Von der Wand bröckelt der Putz. Darunter dürfte sie allerdings völlig solide sein. Was haben wir denn da noch? Ah! Wie ist denn jetzt immer den Scheißdreck da? Was haben wir denn da noch? Dicker Draht! Dann werden wir sie mal nehmen. Ein ziemlich dicker Draht. Lässt sich aber noch gut biegen. Schauen wir mal, was wir im Inventar haben. Ein Polymerseil und ein Stuhl und ein dicker Draht. Die Fessel fühlt sich wie Kunststoff an, also vermutlich ein Polymer. Fester als ein gewöhnliches Hanfseil, aber Polymere verlieren schon bei relativ geringer Hitze ihre Festigkeit. Nun frage ich mich, was nützt mir das? Besser nicht. Ah, das war's aber nicht. Das. Ich glaube, das wird nichts. Sag mal, wo war denn das jetzt? Doch auch. Heizung so. Warte mal. Warte mal, MacGyver-mäßig. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Warte mal. Oh, warte mal, ein Stuhl. Heizung so. Wollen wir doch mal sehen, wie stabil dieses Rohr ist. Na also, wusste ich's doch, dass das Ding nicht viel aushält. Okay.
Wohl das Seil? Du hast es doch. Wenn ich das Seil darüber halte, verbrühe ich mir die Hände. Ach du heilige Scheiße. Den dicken Draht vielleicht. Mittleren Spind, ja. Also wenn der jetzt zurückkommt, bin ich sowas in den Arsch. Ich könnte mir den Draht so zurechtbiegen, dass ich damit an den Griff der Spindtür komme. Na, wer sagt's denn? Die Tür ist auf. Sicherheitshandschuhe, das ist gut. Die Sicherheitshandschuhe können mir vielleicht noch irgendwie nützlich sein. Warte mal, die Sicherheit, ne? Zum Glück lassen mir die Fesseln ein wenig Spielraum. So. Es hat geklappt, meine Hände sind geschützt. Ganze Action nochmal. Ich habe keine Ja. Ich glaube, das wird. Okay, dann wird es Polycell. Die meisten Polymere behalten im Wasserdampf nicht ihre Festigkeit. Und da meine Hände geschützt sind, sollte es kein Problem sein, wenn ich das darüber halte. Mal schauen. Oh, verdammt! Das Seil lässt sich tatsächlich auseinanderziehen. Und die Verbrühungen halten sich in Grenzen. Okay, als nächstes muss ich einen Weg hier rausfinden. Okay, was haben wir hier da alles in einen... Lüftungsschacht. Der Lüftungsschacht liegt ziemlich hoch. Da würde ich nicht so einfach rankommen. Soll man da jetzt aufleuchten? Die festverschraubten Lüftungsklappe. Die Lüftungsschacht war mit einer Klappe verschlossen, die festverschraubt war. Aha. Das heißt, Werkzeugkasten. Ein alter Werkzeugkasten. Und Werkzeug ist anscheinend auch noch drin. Ein stabiler Werkzeugkasten aus Metall. Leider fest verschlossen. Lüftungsschacht, was haben wir dann auch? Oh, eine Trittleiter. Die Teleskoptrittleiter nehme ich mit. Vielleicht brauche ich sie noch. Die werden wir sowieso gebrauchen. Eine Lüftungsschacht. Okay, dann will ich die Trittleiter mal aufbauen. Der Lüftungsschacht. Ah, da will ich auf. So komme ich mühelos an den Lüftungsschacht. Luftklappe. Das ist unser Fluchtweg. Die Lüftungsklappe kriege ich nicht so einfach auf. Sie ist fest verschraubt. Eine Lüftungsklappe. Der Lüftungsschacht liegt. Okay, das heißt. Rechts oder links gespielt? Oh, nimm einen linken. Der Spind ist jetzt offen. Die eine Bohrmaschine. Eine akkubetriebene Bohrmaschine. Dafür habe ich sicher noch Verwendung. Eine Bohrmaschine, da riecht der Finger den auf, oder? Abgeschlossen. Egal, vermutlich sind da sowieso nur ein paar stinkende Socken und ein Schmuddelheft drin. Da was haben wir da noch? Ein Metallrohr.
Ein Metallröhrchen. Eins der Metallröhrchen nehme ich mal mit. Was könnte mir da noch runter, Mensch? Wand mit losem Blut, den Werkzeugkasten hinschmeißen. Okay, dann versuchen wir es mal mit roher Gewalt. Bitte, geht doch. Scheiße. Bitadapter. Ein Bitadapter. Mit dem Ding kann ich eine Bohrmaschine wie einen Akkuschrauber benutzen. Und dann eine Kombizange. Was haben wir jetzt eigentlich? Ein Bitadapter, Kombizange, ja. Lötkolben. Ja, der eine Teil ist leider da in das Abflussrohr geflutscht. Das ist also da, das ist der Abfluss, ist da leider was reingeflutscht. Das ist eine Art Abfluss. Da unten irgendwo ist ein Sieb zu sehen. In dem Sieb liegt irgendwas. Ein kleines Stück Metall scheint mir. Da müssen wir jetzt die Kombizange... mit dem Abfluss. Ich benutze die Kombizange einfach mal als Verlängerung zum Greifen. Das könnte klappen. Das scheint mir ein Bit zu sein. Eins von diesen Dingern, die man auf einen Akkuschrauber steckt. Bingo. Jetzt hat man ja gar nicht alles. Den Bit-Adapter mit der Bohrmaschine. Mit dem Bit-Adapter wird aus der Bohrmaschine ein Akkuschrauber. Nur das Bit fehlt noch. Und nur selbstverständlich der Bit mit der Bohrmaschine. Das Bit steckt jetzt vorne im Adapter. Die Bohrmaschine kann ich jetzt als Akkuschrauber benutzen. Okay, jetzt gehen wir da wieder rauf. Ja, jetzt haben wir alles gemacht. So komme ich mühelos an den Lüftungsschacht. Okay, Leute, und da spielen wir morgen weiter. Gut, ciao.